Mein Name ist Bruno Fergen. Ich bin seit vielen, vielen Jahren begeisterter Golfer und bekleide seit einigen Jahren das Amt des Präsidenten in unserem Golfclub. Wir sind ein großer Golfclub. Wir haben 27 Loch auf unserer Anlage und sind noch als klassischer, gemeinnütziger, eingetragener Verein organisiert. Diese klassische Vereinsform bietet viele, viele Vorteile und ich möchte Ihnen heute etwas über dieses Amt in einem Golfclub näher bringen. Ein Golfclub kann nicht mit einem normalen Sportverein verglichen werden. Die Aufgaben sind sehr viel vielfältiger. Man muss heute sagen, ein Golfclub ist ein mittelständisches Unternehmen mit allem, was dazugehört. Der Club besitzt Eigentum, wir haben sehr viele Pachtverhältnisse, wir haben eine relativ komplizierte Buchhaltung, wir haben viele Mitarbeiter, wir haben eine extern vergebene Gastronomie, einen Pro-Shop, alles Sachen, die im normalen Sportverein so nicht vorkommen. Das bedeutet, die Hauptaufgabe liegt darin, bei der Auswahl, bei der Suche und auch beim Halten seiner wesentlichen Mitarbeiter besonders viel Engagement an den Tag zu legen. Wenn mich jemand fragt, warum machst du das? Warum hast du dir ein solches Amt an den Hals gebunden? Dann führe ich denjenigen hierhin und zeige ihm unseren Platz, unsere Landschaft und den Ort, wo man sehr viel Zeit verbringt und auch verbringen möchte. Und die Chance zu haben, einen solchen Ort besser, schöner, noch toller zu machen, das macht einfach enormen Spaß. Und das ist einer der Hauptgründe, warum man ein Ehrenamt in einem Golfclub übernimmt.